Ich dir das überhaupt sagen soll. Es ist wegen Felipe. Irgendwie geht er mir nicht aus dem Kopf. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen. Ich fühle mich ihm gegenüber schuldig. Klingt blöd, ich weiß. Zwischen Felipe und mir ist nichts mehr. Ehrlich. Sie machen den Touristiklehrgang auch? Aber ich mache den doch schon. Ja, und? Haben Sie den für sich allein gepachtet? Nein. Es überrascht mich nur, dass sich das Hotel zwei Fortbildungen hintereinander leistet. Wir haben alle viel zu tun, seit der Chef weg ist. Ja, da haben Sie recht. Dabei habe ich mir solche Mühe gegeben, alles in den Griff zu kriegen. Keine Sorge, bitte. Sie machen Ihre Sache sehr gut. Ja? Ja. Dann hasst sie mich also. Das ist die einzige Erklärung. Sie will mich loswerden. Felipe? Wenn du nicht sofort sagst, dass es dir leid tut, dann... Ja, was ist dann? Sag schon, was ist dann? Dann ist es aus mit uns! Dann ist es eben aus mit uns! Irgendwann bringe ich dich um. Rück die Datei wieder raus, verdammt nochmal. Bin davor beeindruckt? Entschuldigen Sie, ich habe sie gar nicht bemerkt. Die Tür war auf. Schon in Ordnung. Was kann ich für Sie tun? Vielleicht kann ich erstmal was für Sie tun. Sie haben eine Datei verloren? Ja, aber... Geben Sie mir eine Chance. Wie heißt die Datei? Personalplan Silvester. Jetzt habe ich sie. Wen? Na, die Datei. Ach ja, natürlich. Sie kennen sich ja wirklich aus. Naja, als Programmierer sollte ich das wohl auch. Warum sind Sie eigentlich hier? Hoffentlich keine Beschwerde. Nein, nein, ganz und gar nicht. Alles in Ordnung. Ich wollte nur fragen, ob Sie vielleicht einen Mehrfachstecker für mich haben. Einen was? Einen Mehrfachstecker. Ach so. Ja, natürlich. Ich werde mich sofort drum kümmern. Persönlich. Silly old garden all day, or are you gonna play with me? Garden. I need to eat. Well, we don't have very much, but what do you like to eat? Many things. As long as they are living and breathing. I have to go down to the planet now. I'm very hungry. So we go down to the planet and rescue some crashed people, and then you just eat them? I will eat animals, if there are any. But the people, if that's all there is? Yes. I would never eat Kai because Kai is dead. You are my friends. So I prefer not to eat you. But if I stay here, I will have to. What if I stop you? How? Kill you, perhaps. I'm not so easy to kill.